So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3, Folge 33, glaube ich. Hier in der letzten Folge haben wir uns hier diesen wunderschönen Ford GT mal gegönnt. Ein echt geiles Auto. Ich habe noch ein bisschen umlackiert. Ich habe ein anderes Blau genommen. Das sieht vielleicht gleich aus, aber es ist doch ein anderes Blau, mein eigen erstelltes. Ich habe jetzt zwei kleine weiße Streifen drauf gemacht, was ich persönlich ziemlich geil finde. Sonst habe ich den Wagen, glaube ich, so gelassen, wie er ist. Und damit werden wir heute mal ein bisschen was erledigen. Zuerst dachte ich mir, machen wir mal hier eine Löffelliste. Die ist sogar leicht, also sollten wir sogar ohne Wutanfälle und oder Wutausbrüche hinkriegen. Ja, und der Wagen, der geht immer noch nicht richtig stark ab. Also das macht wirklich mega viel Spaß. Und wir sind auch, wie man sieht, ganz kurz vor der nächsten Festivalerweiterung. Was ich auch ziemlich gut finde. Also haben wir auch bald dann alle Festivals erweitert. Alle auf Stufe 5. Was natürlich mega geil wäre. Das wäre wieder der wunderschöne Ford GT. Ein richtig, richtig geiler Supersportwagen. Muss man wirklich eingestehen, hat Ford echt was Gutes geleistet, was richtig gut ist. Denn viele Autos werden heute auch kritisiert, dass sie auch immer schwerer werden. Die Autos immer schwerer werden, die ganze neue Technik und alles. Und die ganze Ausstattung. Aber ja, Ford, ja, die brauchen das halt nicht. Die brauchen halt so einen Wagen mit der Leistung, der halt wirklich nur, ich glaube, 1300 irgendwas Kilo wiegt. Und das ist echt nichts. Da habe ich wahrscheinlich jetzt noch ein neuer Kleinwagen schon mehr, so ein neuer Golf oder so. Viertürig. Obwohl, weiß ich jetzt nicht genau, aber es könnte sogar tatsächlich sein. Vorne ist es auch schon. Das kleine Gebiet. Der Löffelliste. Aber der hört sich auch wirklich extrem geil an. Auch wenn es nur ein Sechszylinder ist und kein Achtzylinder. Wie es bei vielen amerikanischen Autos so der Fall ist. Zeig mal, was du da bist. Moment. Sie haben Achso. Ihr Ziel erreicht. Wir sind mit dem anderen Rolls-Royce gefahren, glaube ich, mit dem Rolls-Royce Wave oder wie der heißt. Das ist ja der Rolls-Royce Dawn. Machen Sie eine Spritztour im Rolls-Royce Dawn. Das kann ja schnell werden. Naja, wer einen Rolls-Royce fahren muss, gerne, aber ich nicht wirklich. Aber Moment, haben wir den nicht schon mal gemacht? Oder war das hier mit dem anderen Rolls-Royce? War die hier, die Liste? Wir sollen in die City fahren. Okay. Ja gut, machen wir auch mal. Wo ich den Rolls-Royce Dawn besser finde, weil es ja halt ein Cabrio ist. Ja, ich meine, so ein fettes Teil, der geht schon ordentlich ab, aber es ist halt immer noch ein fettes Teil. Und zwar nicht nur ein bisschen, das ist wirklich nicht normales Übergewicht, das ist schon Adipositas der höchsten Stufe. Deswegen wiegt locker 2,5 Tonnen, schätze ich jetzt mal. Aber dafür geht es doch schon relativ gut. Aber ich meine auch einen großen Motor mit ordentlich Dampf. Ich glaube über 600 PS. Können wir auch hier in die Geometriedaten gucken. Okay, wir hatten gerade 410 kW, das sind, ich glaube, 560 PS. Und ach du Scheiße, er schwimmt, er schwimmt. 420 kW haben wir. Ja, also 570, 80 PS hat er schon. Bin ich gerade wenig, das kann man nicht behaupten. Ich denke mal, mit, ja, mit ein bisschen Motortuning geht da doch ein bisschen was mit dem Wagen. Bisschen driften geht auch, aber auch nur ein bisschen. Danach will der Wagen nicht mehr. Was hab ich jetzt mitbekommen? Ups. Ich bin wieder sein Profi. Gar nicht gemerkt, dass die Musik noch an ist. Also, falls jetzt der Abstand gerade wegreduziert werden muss, dann liegt es daran, weil es wahrscheinlich wieder Gamer-Musik ist. Aber natürlich muss die Musik aus, weil ich will ja echt nichts riskieren. Ist auch richtig so. Dass das alles geschützt ist, ist auch. Ja, habe ich auch kein Problem mit. Ist natürlich doof fürs Let's Play, aber würde ich bei meinen persönlichen Musikstücken natürlich auch so machen, dass ich schützen lasse. Ja, doch, der geht da wohl so weit. Natürlich kein Kurvenmonster in dem Ding. Vor allem nicht mit einer Tonne Übergewicht.
jeden Fall nicht. Aber trotzdem, er ist noch fahrbar. Sieht sogar noch ein bisschen besser aus, finde ich, als der andere Rotweiß im Spiel. Die läuft sogar noch leichter ist als der hier. Wir müssen ja eigentlich auch beide den gleichen Motor haben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das würde für mich Sinn machen. Das muss, glaube ich, ein V12 Biturbo sein. Oder ein W12, je nachdem. Könnte auch wirklich ein W12 sein. Ich weiß es aber nicht genau. Ich glaube, richtige W12s gibt es eigentlich nur noch bei Bentley, fällt mir gerade ein. Die machen noch W12. Ich glaube 6,75 Liter W12. Hier im Continental zum Beispiel. Ich glaube, es gab mal sowas auch im VW Phaeton oder so aus von W12. Aber da weiß ich nichts genau. Der Bugatti hat ja eigentlich auch nur einen Doppelfach und keinen richtigen W-Motor. Bugatti Veyron oder Chiron. Ist ja egal, wie es auch immer man da nimmt. Das sind dann nur unechte W-Motoren. Gut, aber 16 Zylinder, das ist ja auch nicht verkehrt. Das reicht ja. Eigentlich habe ich auch 8 oder 12 Zylinder, aber 10 sind auch ganz cool. Und leider gibt es nicht viele Autos mit 10 Zylindern, die auch noch sehr viel Leistung haben. Das ist immer so in die Richtung Hypercars. Bei 8 und V12 gibt es da sehr wohl, aber V10 gar nicht. Obwohl es sich auch beim V10 sehr gut anbietet, eigentlich. Ja, wir haben es, glaube ich, relativ locker geschafft. Also, die Zeitvorgabe, die war schon echt knapp. Muss man echt schon sagen. Ja. Ist ja vielleicht, also soll man auch schaffen, wenn man ein paar Unfälle baut, aber das sollte man vielleicht auch schaffen, wenn man im Rückwärtsgang fährt. Die Liste. Das könnte man dann wohl wirklich auch schaffen. Aber es gibt immerhin 17.000 dafür. Das ist nicht schlecht. Und natürlich wieder ein bisschen Knete hier. Und kriegen wir einen Wheelspin? Ja. Was? 72? Bin wieder mal ein bisschen relevelt außerhalb der Aufnahme. Und wir können einen Urus gewinnen. Hoffentlich nicht. Muss jetzt nicht so unbedingt sein. Das gefällt mir doch schon besser. 200.000. Das ist doch wohl eher nach meinem Geschmack. Natürlich auch ordentlich Fans. Das auch reichen dürfte. Jawohl. Jetzt können wir... Okay. Die nächste Erweiterung ist bei 25 Millionen. Also das ist dann noch die letzte Erweiterung. Oh, denn schon. Das ging aber... relativ zügig. Nochmal sorry wegen der Musik, vorhin, dass ich die nicht ausgemacht habe. Also wenn da irgendwas jetzt mit dem Ton nicht richtig hinhauen soll, weil da irgendwas geändert werden muss, dann ist es meine Schuld. Ich nicht im Spiel, da irgendwas einfach nur meine Inkompetenz gewesen, dass ich die Musik nicht ausgemacht habe. Hallo Fabian, deine formidablen Fahrkünste haben zusammen mit meiner formidablen Persönlichkeit so viele Fans angelockt, dass wir das Festival schon wieder erweitern müssen. Komm, wir fahren mal nach Surface Paradise. Und die Betonung liegt auf Fahren. Also nicht teleportieren oder irgendwas machen. Fahren. Geht das schnell mit dem Ford. Da war schon wieder 150 drauf. Ich nehme kurz einen Abschnitt hier. Das Offroad. Der ist schon ab. Ich habe mir auch letztens noch eine Corvette getuned. Die C7 Z06. Sowohl mit dem normalen Motor als auch mit dem V10-Motor aus der Viper. Das sind verschiedene Leistungsstufen. Und das ist doch schon echt mega, mega geil. Da wird aber 300 drauf. Und da war ich schon echt überrascht, wie geil das mit dem Wagen ist. Also, dass man da Möglichkeiten hat. Kannst ja, glaube ich, auch. Was hat noch einen? Ich glaube, noch einen anderen V8, den ich gesehen habe. Auf jeden Fall den 8,5 Liter V10 aus der Viper. Den 6,5 Liter V12, ich entweder aus dem Aventador oder aus dem Centenario. Oder Aventador SV. Ja, mehr oder weniger die gleichen Motoren. Die gleichen Motor. Zurück noch ein Saugmotor. Die Viper ja auch. Gut, bei dem Hubraum braucht man auch keine Motoraufladung, denke ich mal. Ich will noch genug Leistung raus. Meine Viper wird auch ein viel kleinerer Motor reichen. Aber in Amerika ist halt alles ein bisschen überdimensioniert, das muss halt so. Auch wenn Autos mit 300 PS keinen 6,1 Liter V8 brauchen, das gibt's halt trotzdem. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so extrem. Kommt mir zumindest so vor. Und ein Leck.
ursprünglich 0 Punkte geschafft, weil wir nicht driften wollten. Ist auch mal eine Challenge, möglichst schnell durch so eine Blitzer, durch so eine Driftzone zu kommen. Ohne Driften, also ohne Driftpunkte. Werde mal so eine Art Grip-Challenge sein, Fahrzeug. Ich muss fragen, wie man diese Durchschnittsgeschwindigkeit da misst. Einfach die Zeit messen vielleicht. Natürlich ist es ein bisschen schwer, um dann grob abzuzählen oder irgendwas da zu stoppen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, damit dann sehr leistungsstarken Wagen halt auch nicht zu driften. Und keinen Grip zu verlieren, die Bodenhaftung noch zu erhalten. Das ist auch mal eine interessante Challenge. Und halt natürlich auch möglichst viele Driftpunkte machen, das finde ich auch relativ gut. Ich will auf jeden Fall, danke, Herr Hallo-Missan, ich will auf jeden Fall noch alle PR-Stunts, also Blitzer, Blitzerzonen, Gefahrenschilder, Driftzonen will ich alle auf 3 Sterne haben. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Dass er dafür auch noch einen wunderschönen Erfolg gibt. Ich will sowieso alle Erfolge haben. Also muss ich das noch machen. Und da meinte der Lambo, mach ich bieg mal ab. War nicht so eine gute Idee. Weil das würde ich auch an sich persönlich machen, um es sich einmal zu vervollständigen. Das sieht doch schon so ein bisschen blöd aus, wenn du da viele Sachen auf 3 Sterne hast. Oder zumindest immer so die Hälfte oder so. Der Rest halt nicht. So 1 oder 2 Sterne. Das ist halt doch ein bisschen wenig. Deswegen wird das auch irgendwann nochmal gemacht. Ich weiß nicht wann oder mit welchen Autos. Aber es wird auf jeden Fall... Okay, ich darf hier nicht abbiegen, danke. Auf jeden Fall irgendwann noch kommen. Und dann folgen denke ich nicht. Das wird auf jeden Fall früher kommen. Ich denke auch vor der 100. Folge, wenn ich so lange weitermache. Ich hoffe natürlich. Aber sagen wir mal, ich habe Bock, dann mache ich. Ich nehme mich auch weiter auf. Also das ist natürlich logisch. Ja, wunderschön. City da mal. Also Service Paradise ist eine richtig geile Stadt. Aber gefällt mir nicht. Also von der Größe her ist sie optimal. Das ist wirklich sehr angenehm groß. Aber ich finde noch Nizza aus Forza Horizon 2 noch ein Ticken besser. Und noch so mehr so verwinkelte Straßen waren, so mehr Häuser, so mehr so. Ich fand den Flair einfach ein bisschen cooler von so halt Frankreich. Auch trotzdem ist das eine sehr, sehr coole Stadt. Mal was, bisschen was anderes. Mal so eine richtige Hochhausschlucht. Da war ein Duty. Das kann auch schon was. Ja gut, in Nizza gibt es sicherlich nicht so viele Hochhäuser. In Gold Coast wohl eher. Das sollte glaube ich Gold Coast darstellen. Gibt es auch dieses eine ganz hohe Haus. Ich glaube das höchste Haus Australiens oder so. Und ich glaube, ist das nicht der Q1 Tower oder irgendwie so ähnlich heißt der. Ich glaube über 230 Metern. Oder war es sogar 300? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein ganz schönes Stückchen. Und mal gucken, was wir jetzt an Autos bekommen oder reduziert kaufen können. ...1,8 Millionen. Okay. Alter, die kosten aber echt Schweine viel Geld. Okay, den will ich mir glaube ich nie kaufen. Den glaube ich auch nicht. Ne, F1 auf jeden Fall. Erfüllt sich auf jeden Fall. Und ein F50 eigentlich auch. Also die... wird die vielleicht schnell. Die Patron ist sogar leichter, Alter. Der ist sogar am schwersten mit 1440 Kilo. Ja gut, hat aber auch einen 6,9 Liter Motor. Wahrscheinlich ein V12. Gut, der hat auch einen 6,1 Liter Motor von BMW, der Dings. Aber ich werde mir erstmal keinen kaufen. Ich werde eigentlich mal die meisten Autos im Aktionshaus kaufen. Weil die da meistens günstiger sind. Wenn man noch so ein paar hunderttausend ersparen kann. Ich meine, hier kann man auch ein bisschen sparen. Ich glaube 20%, nee 10% müssen es sein. Aber lassen es trotzdem mal. Mal gucken, was hier so in der Umgebung noch so und ab dafür. Da ist. Versuch wenigstens nicht allzu viel Ärger zu machen. Eins muss man unseren Scouts schon lassen. Die sind ziemlich tüchtig. Sieh dir das hier mal an. Ja, was haben wir denn hier? Oh. Da bin ich schon gefahren, der Meisterschaft, tatsächlich. Im Koop-Modus wahrscheinlich. Eine Koop-Kampagne. Wir haben eine unentdeckte Strecke. Hier haben wir noch so. Im PR-Stand. Könnte ein Gefahrenschild sein, theoretisch. Könnte echt alles Mögliche sein. Wir fahren mal hier zur unentdeckten Strecke hin. Mal, was uns da erwartet. Da schon 50 drauf. So also geht wirklich schnell mit dem Wagen. Trotzdem nicht so Leistung.
da schon wieder 260 drauf gab. Und da knapp. Das war echt knapp. Da gibt schon eine Reihe von Events, die wir noch nicht alle gemacht haben. War doch echt was zu tun hier im Spiel. Dennoch so viele Meisterschaften. Also, das Spiel hat keinen geringen Umfang. Aber ich würde sagen, noch einen geringen Umfang als Horizon 2, muss man schon mal sagen. Und da gab es ja auch gut 100 Meisterschaften mehr. Natürlich kann man sich hier die Meisterschaften alle selber konfigurieren. Das heißt, du kannst auch theoretisch 20 Rennen pro Meisterschaft machen. Aber an sich gibt es in Forza Horizon 2 mehr. Finde ich auch da ein bisschen besser strukturiert, sage ich mal. Bin noch nicht, ich weiß natürlich wirklich, ob Horizon 3 so von der, den Sachen, die man machen kann, wirklich besser ist als Horizon 2. Das muss ich mir noch alles überlegen. Oder mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Übrigens, Forza Horizon 3 1A Rennspiel, das ist keine Frage, kann man nicht bestreiten. Aber natürlich, ich meine, das, was ich jetzt sage, ist natürlich immer alles persönlicher Geschmack. Das hängt immer ab, wie man das gerne haben möchte. Natürlich einige werden sagen, dieses Blaupausen-Feature ist das Beste, was einem Forza passieren konnte. Natürlich sehen das auch einige anders, wie zum Beispiel ich. Ich finde, dass auch so ein bisschen der Sinn des Spiels verloren geht. Also ein bisschen das, was das Spiel ja, so ein bisschen ausmacht, sag ich mal. Da meine ich, jetzt mal gucken, wo die Strecke lang geht. Dass es nicht irgendwie so ein Offroad-Rennen ist. Na, perfekt. Ich würde sagen, was machen wir? Achso, na. Ich habe auch gerade was vergessen. Natürlich erstmal hier die Avatar-Belohnung. Die interessiert natürlich keinen. Und wieder ein paar Fähigkeiten-Punkte. Ich habe natürlich wieder ein paar gesammelt. Wir haben 39 Stück jetzt an der Zahl. Also würde ich sagen, das reicht auf jeden Fall hierfür. Noch mehr Fans, EP und Credits. Das ist schön. Das sind, glaube ich, nur. Das braucht man, glaube ich, nicht wirklich. Denn, was kommt hier oben? 65er Mini Cooper S. Na, okay. Ich kann noch einfach alles mal kaufen, was es hier so gibt. Also Credits und EP-Boni natürlich. Die man alle mehr oder weniger braucht. Kostet alles mega viele Punkte, ey, meine Güte. Achso, du jetzt bin, na, siehste. Und. 70.000 gewonnen. Fast ein Focus RS. Nice. Bin ich jetzt hier Level 173 eigentlich? Ja. Ich kann mir die Gruppe erst erweisen, dass wir schon gewinnen. Wäre auch nicht schlimm. Alter, doch mal 200.000. Ah, ist ja quasi nichts. Und noch ein Reels bei wieder den Coupe S Horizon Edition mit Credit Boost. Fast gewonnen. Auch nochmal 90.000. Also mit Geld wird heute wirklich um sich geschmissen, das kann man schon mal sagen. So, alles hier mal schön freikaufen. So, zack. Also nicht mehr viele Fähigkeiten, die wir kaufen müssen, bis wir alles haben. Credits. Alter. Ja, wir haben 14. Wir wollen uns auch fast alle leisten. So, haben wir das hier. So, das ist ja eigentlich egal, was wir kaufen. Der wird eh in der nächsten Zeit alles haben werden. Wir haben hier sofort 50.000. Credits meine ich, 50.000 Credits. Jetzt haben wir leider nur noch 2 Punkte, was leider nicht mehr reicht. Hier brauchen wir, oh, schon 5 Punkte, und hier 10. Also 10, 20, 30, 40, 50, 75, und das sind dann insgesamt 78 Punkte, also minus die 2 noch 76 Fähigkeitenpunkte, die wir sammeln müssen, um alle außer diese Sachen hier zu haben. Hier hat er eher nur so temporäre Sachen, und nicht wirklich feste für immer. Aber trotzdem, immerhin. Level 179. Okay, einfach mal so ein paar Level aufgestiegen. Achso, nochmal Wheelspin natürlich. Ein 75S kann wir gewinnen. Das wäre ziemlich geil. Das ist ein richtig geiles Auto. Ja gut. Nach den ganzen tollen Gewinn muss ja auch mal was anderes sein. Und der GNB J. Dorix hat einen Dodge Charger von 1970 gewonnen. Und wir gewinnen nur 14.000. Ja, ist auch in Ordnung. Wir haben ja gerade noch sehr viel Geld gewonnen, also das passt schon.
Stellen Mercedes-Benz C63 AMG Coupé Black Series Horizon Edition. Langer Name. Aber auch noch 50.000 nehme ich auch gerne. Und ein Ford GT kann ich gewinnen. Richtig geiles Teil. Braucht nochmal 90.000. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ein MG Metro Horizon Edition. Will ich jetzt nicht so gerne, aber nehme ich auch. 60.000 gehen natürlich auch. Ist auch ein netter Preis. Und eine Dodge Viper SRT10 ACR Horizon Edition. Fast. Also zwischen der Viper und der neuen Camaro wieder 90.000 gewonnen. Diesmal Preis abholen. Ja, wir haben jetzt gute, ja, 5 Millionen, also haben quasi 1 Million Gewinn gemacht, diese Folge schon mal. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Würde ich jetzt mal behaupten. Mit modernen Spuckers, natürlich mit unserem süßen Ford GT, der gar nicht so süß ist. Und ich sag beinahe zu jedem Auto süß. Was auch ein bisschen komisch ist. Mal schauen, was das Rennen hier so bringt und wie mir die Strecke liegt. Es ist wahrscheinlich jetzt Sonnenuntergang, also am Abend. Hier sitzen schon einige nette Autos, die ich wahrscheinlich alle gerne haben möchte. Gallardo GTR V10 plus, wofür steht das? PO, PD? Keine Ahnung, ein LFA, Huracan, ein Speciale, noch ein Gallardo, 458 normaler, ein GDR, noch ein GDR und ein Saline S7. Also interessante Fahrzeugauswahl hier. Gucken, was wir da so reißen können. Der Start erwischt. Aber wieder ein riesiges Turboloch. Natürlich muss der Lambo hier sich so breit machen. Diese Ferrari, ey, meine Güte. Ferrari-Fahrer, die mögen mich nicht. Komm jetzt vorbei. Der Ferrari, der will wohl nicht weggehen. Ich habe den LFA hier überholt und den anderen Ferrari, glaube ich. Und ich war viel zu schnell in der Kurve. Sogar auch eher so auf Denkeltour mit dem Wagen und nicht wirklich auf. Ich muss sauber fahren. Ja, mache ich ja in jede Folge. Also. Zumindest nicht so mega oft, dass ich hier der übelste Drängler bin und alle immer wegramme. Dass ich der sauberste Fahrer bin, das gebe ich auf jeden Fall zu. Das ist nicht abstreitbar. Und das ist immer noch, kann man auch nicht sagen. Das ist viel zu früh gebremst. Oh Gott. Das war das Mikro. Entschuldigung. Also ja, wirklich eine sehr interessante Fahrzeugauswahl hier. Relativ wenige Fahrzeuge mit Allrad. Halt nur, ich glaube, Lambo, GTR und Audi. Und dafür sind halt GTR und Audi und Lambo halt auch sehr, sehr starke Fahrzeuge. Egal, doch vielleicht nicht mehr ganz so, aber. Sagt nämlich auch der neue Audi, Alter. Was ist denn hier los? Mein Gott. Es ist früh am Morgen. Jetzt ist es 10:30, aber das ist für mich noch relativ früh. Also scheiße gefahren. Da wir das dann nicht gewinnen, ist das auf jeden Fall mehr als verdient. Aber beim Beschleunigen sollten wir doch eigentlich ganz vorne sein. Alter, das war eigentlich schon mega gut zu sein. Ich kann abzuziehen. Als ob. Scheiße. Ja, das muss ich jetzt auch mal sagen. Aber auf jeden Fall verdient der sechste Platz, wie ich gefahren bin. Was sieht man direkt? 4 Allradgetriebene Fahrzeuge auf Platz 1. Wundert mich das? Nein. Gallardo, der neue GTR, der VC, was da immer steht, PO, PD, keine Ahnung, was das heißen soll. Denn Huracan Horizon Edition ist ja auch sehr, sehr langsam, ne? Denn 458, also das heißt schon was. Machst du nix. Ist nicht schön, dass wir nicht gewonnen haben.
Muss man ja auch zum Glück nicht. Wäre aber blöd, wenn man wirklich jedes Mal gewinnen muss, das wäre auch echt ein bisschen albern. Gibt leider nicht so eine große Belohnung dafür, für unseren mickrigen sechsten Platz. Aber naja, und unser Rückwärtslicht dran. Also da Rückfahrlicht. Nicht mal 7000 EP, das ist quasi nichts. Dafür immerhin noch ein paar Fans. Ich glaube, die Fans bleiben immer auch relativ konstant, egal welche Platzierung du bist. Gibt immer so. Hat so eine Mindestgrenze, was du irgendwie kriegst. Also 100.000 kriegst du eigentlich sowieso immer oder 120.000. Das sollte eigentlich immer drin sein, auch wenn du auf den hinteren Plätzen landest. Naja. War jetzt nicht so, das ist ein mega nice Rennen. Könnte auch mal hier noch ein Blitzer. Nur 2 Sternen. Können wir das noch bessern? Mal gucken. Ich mache ja noch die Folge. Aber 600, das war echt. Lag wirklich an mir. Ich bin halt wirklich sehr, sehr aggressiv gefahren. Hab sehr viel gedrängelt, mich irgendwo rein angelehnt an die anderen. Das muss ich echt ändern. Aber das nächste ist ja nur ein PR-Star. Das sollten wir hinkriegen. Ich hab mich hart, mega hart verbremst. Wollen wir mal wenden hier bitte. Oh Gott, eine A-Klasse. Ich war A-Klasse. Neue A-Klasse ist richtig in Ordnung, also die neuere zumindest. Und die ältere Modelle, oder war es das nur eine, war es da nur eine Modellreihe oder waren es noch mehrere? Mehrere Modelle. Ich glaube, die alten A-Klassen waren eher so Rennautos. Und die neue, die kann schon ordentlich was. Oder die neuere. Ich glaube, das ist 2013er Modell oder so ist das jetzt. Oder ab 2013. Die können schon was. Hier geben. Trotzdem nur 2 Sterne mit 300 km/h. Alter. So, wie viel km/h muss ich mehr fahren? Wow. 5 km/h. Gut, das machen wir auf jeden Fall noch mal. Das schaffen wir noch. Diesmal halt nur ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Aber diese Folge gar nicht mal so viel geschafft. Wir haben eine Löffelliste gefahren, ein Rennen gefahren. Haben das Festival erweitert und ja, passt glaube ich auch schon. Das muss glaube ich reichen, der Anlauf. So, das Wort. 3x5 km/h braucht. Nee, das sollten wir eigentlich schaffen. Das ist ja noch mal weit entfernt hier von dem Topspeed des Wagens. Also da geht auf jeden Fall noch einiges. Nein, wir müssen auf der Straße fahren, Fabian. Nur wenn die Autos da so blöd kommen, wenn man so schlicht vorbeikommt, ist das nicht so praktisch. Uiuiui, wir müssen aber da ganz schön in die Kurve gehen, meine Güte. Okay. Jetzt ist ja wohl die Schwierigkeit daran, dass man muss die Kurve ganz schön hart nehmen. Ja, das sollte eigentlich locker geschafft haben. Ja, das reicht. Für 3 Sternchen. Das ist auch der dritte Stern. Wunderbar. Wenn ich mehr als 3 Sterne verleihen könnte, würde ich es dafür garantiert tun, Boss. Mach's doch einfach. Ich kann nichts gegen. Mit ein paar Fans verdient. Dann würde ich sagen, was das auch mit der heutigen Folge Forza Horizon 3. Wir sehen uns hoffentlich in einer der nächsten Folgen wieder. Oder wenn es geht, auch nur in der nächsten. Das reicht natürlich auch erstmal. Dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.